So, wir zeigen mal eine Aussage zum GGT und zwar soll Folgendes gelten: Der GGT von A und A plus B, das soll dasselbe sein wie der GGT von A und B. Wir haben schon mal sowas Ähnliches gezeigt im Kontext des euklidischen Algorithmus. Ich schreibe mal nebendran, was wir schon mal gezeigt hatten. Vielleicht mal mit anderen Variablen, nämlich der GGT von C und D ist das gleiche wie der GGT von C minus D und D. Ne? Wir können die eine von der anderen Zahl abziehen. Das war was, was wir verwendet hatten beim euklidischen Algorithmus. Und der GGT bleibt gleich. So, jetzt können wir überlegen, das ist ja letztlich so ähnlich wie das hier, nur andersrum. Ne? Hier wird die eine Zahl auf die andere drauf addiert. Ne? B wird auf A drauf, oder A wird auf B drauf addiert. Hier wird die eine von der anderen abgezogen. Das ist ja nichts anderes als letztlich die Umkehroperation. Und naja, dass man jetzt einfach die eine auf die andere Zahl drauf addieren darf und der GGT bleibt gleich, dafür können wir ja vielleicht sogar diese Aussage im Beweis verwenden, ne? Weil wir gerade praktisch rückwärts denken. Also, dann gucken wir doch mal, von da nach da ziehen wir letztlich ab. Ne? Also von hier nach da, da ziehen wir von diesem rechten Teil hier ja A ab. Ne? Da ziehen wir A ab, um auf B zu kommen. Also können wir doch, wenn wir das hier so umformen, geschickt, dass wir dieses Gesetz anwenden können, vielleicht hier rechts rauskommen. Ne? Das können wir mal ausprobieren. Also fangen wir mal links an. Der GGT von A und A plus B. Naja, wir wollen jetzt also hier das A abziehen. Das heißt, wir wollen von dieser Zahl diese hier abziehen, um auf das B zu kommen. Und nach dem Gesetz hier ziehen wir ja die rechte von der linken Zahl ab. Ne? Die rechte ziehen wir von der linken Zahl ab. Das heißt, wir können jetzt hier erstmal das Kommutativgesetz anwenden. Das leuchtet ja sofort ein, dass das geht. Ne? Ja, und jetzt wenden wir das hier an. Jetzt ziehen wir die rechte Zahl von der linken ab. Die rechte ziehen wir von der linken ab. Selbe wie a plus b minus a, a. Ne? Wir ziehen die rechte von der linken ab. Das können wir jetzt mal ausrechnen. Das ist der GGT a plus b minus a ist b, a. Dann ist ja fast das, was hier rauskommen soll. Jetzt können wir das Kommutativgesetz nochmal anwenden. Ne? Ja, und da steht genau das da, was wir haben wollen. QED.